Es ist Laza Zirkovic, der für Knežević zum Einsatz kommt. Luzern-Trainer René Weiler vor dem Spiel gut gelaunt. Und auch sein Team startet energiegeladen in die Partie. Pascal Schürpf prüft Fickenscher, der den Test mehr oder weniger souverän besteht. Die Startphase gehört ganz klar den Gästen. Ihre Annäherungsversuche ans Tor sind aber noch eher zaghaft. Nach 11 Minuten zeigt sich auch das Heimteam endlich im gegnerischen Strafraum. Der 18-jährige Philipp verzieht jedoch. Bereits ist fast eine halbe Stunde gespielt, als auch Paitim Kasami seine erste Aktion verzeichnet. Sein Abschluss aus Spitzenwinkel jedoch ebenso harmlos wie alle Offensivaktionen des Spiels bis zu diesem Zeitpunkt. Nach einem Sio-Eckball kommt so etwas wie Aufregung ins Spiel. Philipp fällt im Strafraum nach einem Zweikampf mit Silvan Siedler. Allerdings zeigt die Lupe, dass der Sitterner das Bein des Gegenspielers zuerst trifft. Zu Recht kein Elfmeter. Eine umstrittene Szene kurz darauf, auch auf der Gegenseite. Marvin Schulz ideal auf Pascal Schürpf. Der vergibt die Riesenchance und beschwert sich danach über den ausbleibenden Pfiff. Doch Jan Bauerts Grätsche erfolgt erst nach der Schussabgabe. Ebenfalls korrekt entschieden. Die ersten 45 Minuten sind fußballerische Magerkost. Murat Yakins Team mit Steigerungsbedarf im zweiten Durchgang, 4:0, führt es nur nach gelben Karten. Vorerst ändert sich wenig am flauen Kick, bis Adrian sich ein Herz fasst. Bei seinem Schlenzer aus fast 25 Metern fällt nicht allzu viel. Kurz darauf fordern die Walliser einen Handspenalty. Schwierig zu erkennen, durch Siedlers Arm macht er keine aktive Bewegung zum Ball. Langsam aber sicher übernimmt das Heimteam das Spieldiktat. Und doch schaffen es in dieser Szene weder Adrian, noch Kasami oder Ferreira, einen ernstzunehmenden Schuss auf Zibuns Tor abzugeben. In der 77. Minute Bastian Thoma mit diesem Fehlpass, den Luzern zum schnellen Umschaltspiel nutzt. Der eingewechselte Blessing Eleke vergibt jedoch gleich zweimal. Der anschließende Eckball. Ein wildes Gestocher im Sittner Strafraum und plötzlich Elekes Fallrückzieher. Es ist die mit Abstand sehenswerteste Aktion des gesamten bisherigen Spiels. Doch sie wird bereits im nächsten Angriff getoppt. Kasami, wunderbares Dribbling und noch besser sein Schuss. Das 1:0 für den FC Sion in der 79. Minute. Kasamis fünftes Saisontor ist wohl sein bisher schönstes. Aus dem Nichts wird das Spiel am Ende doch noch attraktiv. Luzern wirft in der Schlussphase alles nach vorne. Quillas Kopfball knapp übers Tor. Die 92. Minute, Freistoß Luzern. Christian Schneuli trifft die Torumrandung. Schulz verpasst den Nachschuss. Das war die Ausgleichschance für die Gäste. Und dann kommt es, wie es kommen muss. In der 96. Minute kontern die Walliser die aufgerückten Luzerner mustergültig aus. Fredim Weng mit der Entscheidung. Das Ergebnis schmeichelt dem Heimteam. Sio ist in einem Spiel, das nur 10 Minuten lang Spaß macht, die effizientere Mannschaft.